Mit welchen Erwartungen kommen Sie zur Anuga? Ja, wie immer große Erwartungen. Wir haben uns viel Mühe gegeben, das vorzubereiten. Das Team hat einen ganz tollen Job gemacht. Auf der einen Seite nutzen wir das, innerhalb von 5 Tagen all unsere wichtigen Geschäftspartner weltweit zu treffen. Wir präsentieren Neuheiten, wie zum Beispiel diese Made for Meat Mini. Die führen wir jetzt im Dezember ein, 2 Jahre nach der Einführung der großen Made for Meat. Und ganz heiß und auch echt schon ausverkauft ist Whisky, Cornichons Whiskys und Cornichons Gin. Wie kamen Sie auf die Idee? Durch Experimentieren und Einlegen in Alkohol. Wir hatten dann auch andere Varianten, die waren nicht so lecker. Und der Insight ist, dass viele jüngere Leute nicht mehr in das Gurkenregal gehen. Viele jüngere Leute aber auch vorglühen. Das heißt, vor dem Disco-Clubbesuch auf Hauspartys gerne auch noch mal ein bisschen was trinken. Das heißt nicht, dass man hier die Gurkenlake trinken sollte. Aber das Packaging ist designed auf dieses Craftsmanship. Und mit Whisky, Cornichons und Gin Cornichons möchten wir junge Leute an die Gurke heranführen. Man kann das ganze Glas essen und darf trotzdem noch Auto fahren. Wie verändert sich denn generell in dem Bereich das Konsumentenverhalten? Ja, die Trends sind nicht neu. Das ist mehr on the go, das ist mehr Convenience. Das zieht sich durch und das wird auch nicht weggehen. Und für uns ist die Fragestellung, wie erreichen wir die Verbraucher? Das geht an so Fragen der Verpackungseinheit auch. E-Commerce, Homeshopping wird deutlich Fahrt aufnehmen in vielen Ländern. Ich habe gerade mit unseren chinesischen Partnern gesprochen. Die sind viel weiter voraus, als wir das hier in Deutschland kennen. Das wird auch nach Deutschland kommen. Welche Verpackungsform bieten wir an? On the go, weniger kochen, wie wir das kennen. Das sind aber keine neuen Trends. Gesunde Ernährung, Protein ist ein großes Thema, das sind die Megatrends. Welche Forderungen stellt denn der Handel konkret? Ja, erstmal Marge und ordentliches Geld verdienen und eine ordentliche Drehzahl natürlich. Allerdings ist der Handel für neue Konzepte, die er nachvollziehen kann und so auch noch nicht gesehen hat, auch extrem offen. Das muss ich sagen, ich glaube, da hat sich etwas verändert, weil auch der Handel dankbar ist für Impulse und neue Inspirationen und auch der Handel sucht nach Uptrading. Wie kann ich also ein Produkt durch ein tolles Konzept auch höherpreisig verkaufen?